Es geht weiter mit einer weiteren Runde Agony. Letzte Folge hat die Schattenspinne mich ja komplett in den Wahnsinn getrieben. Also im Kommentar nicht so wie eigentlich in Wirklichkeit im Game. Jetzt geht's weiter. Gucken, was das Spiel einem noch so erwartet. Das ist ja cool. I was so tiny and innocent. I couldn't resist. It was stronger than me. So tiny and innocent. Innocent. Du bist voller Schleim bedeckt oder Blut oder was auch immer das ist. So klein und unschuldig, konnte nicht widerstehen. Wow. Ich kann aus meinem Körper rausgehen. Wie krank. Ja, wo soll ich denn hingehen? Ja, geh ich mal hoch, ne? Was bist du denn? Na, jetzt bin ich ja wieder hier. Women. Lots of them here. Pleasure. No, not here. Oh, doch hier. Demons. Aber halt nicht für einen selber, sondern nur für die ganzen Dämonen um einen herum. Jetzt aber. Dich rein, oder? Vielleicht hier hin. Jo, was? Scheiß Oktopus hat. Scheiß fliegender Oktopus hat mich gefressen, Alter. Was soll denn das? Frisst der einfach meine Seele? Finde ich gar nicht korrekt von dem. Wieder raus aus dem Körper. Aber die ist damit Wegweiser. Okay. Ja, das ist die Priesterin. Huh. Glaubt man, dass es die Priesterin ist? Yo! Jetzt wirfst du einfach Steine nach mir. Dreckstück. Checkpoint, der jetzt schon? Wir sind bis jetzt 4 Minuten. Why are you telling me? You saw how she changes? Babyleichen und alles mögliche. Und ein Brief liegt natürlich noch von Madman da. They're just like their queen. They'll fool you and then bam. You choke on your own blood. I wonder if they still have souls, like other beasts. Well, not all of them have a soul. Besides, can it be called a soul? They're animals, not people. What? See it. Also manche von uns haben eine Seele, manche haben keine Seele. Wir sind keine Menschen, sondern wir sind Tiere. Schön Luft anhalten. Hinten wird schon wieder was.
So, da links. Gehen wir nach rechts. Loch verschwunden, okay. Mal weiter. Hä? Was ist das? Habe ich da Eingebung oder was? Alles klar. Ja, du hast mich. Ja, ey, töte mich mal bitte. Hey! Even the bones are not that hard. Ja, was erwartest du? Ich bin im Körper eines alten Mannes. Natürlich sind die Knochen nicht hart. Fragile. Come with me, Pet. Let's find our queen. Hey, also ich soll dir folgen. Oh, dann bist du doch die Priesterin. Scheiße. Muss mich da so einen Würgegriff halten? Okay. Also scheinbar öffnen sich alle immer der Gott. So eine sick Scheiße hier. Brief. Can't see them. You are losing. Wir können die nicht sehen und man stand. Das ist vielleicht die ganze Schatten, die man zwischendurch immer sieht, oder diese Einblendungen. Dass die immer diese Babys als Kerzenständer benutzen müssen. Das muss doch nicht sein. Ich weiß, es ist die Hölle, aber wo? Wo bist du aufgespießt? Du auch? Alter. Und ihr wollt ihr Schaschlik hier kochen oder was? Er hat noch gezuckt ein bisschen. Yo. Das tue ich jetzt aber mal so, als hätte ich das nicht gesehen. Ach du Scheiße. Wow! Versuchst du meine Seele zu nehmen oder was? Scheiße, Wichser. Scheiß mal raus aus meinem Körper, das ist mein Körper! Ja, da ist schon eine Seele drin! Ich will mal gucken, was da hinten ist. Da wieder dieser Geist kommt, gar kein Bock. Priesterin folgen. Okay. Soll ich einfach nur eine Fackel nehmen? Ich habe das Ewigkeiten dafür gebraucht. Ich muss nur eine Fackel nehmen und am Anfang liegt eine Fackel zwischendurch auf dem Boden, die ihr nehmen müsst. Da könnt ihr euch ja rechts alles abbrennen. Wenn ihr links weitergeht, nach links, könnt ihr euch oben, wenn ihr an der vorbeikommt, einen Kopf holen und unten auf die Statue geben und einen Brief freischalten.
Jetzt erreichen wir auch den Temple of Pleasure, den Tempel des... Jo, was wirfst du nach mir? Welche Feuerbälle? Ich gehe ja schon. Ist ja kapiert, du willst mich nicht haben, Alter. Ist ja gut, Alter. Hier sind ja genug Leute dabei, die mich haben wollen. Tempel der Befriedigung, jetzt habe ich's, Alter. Jo, war das meine eigene? Ja, das war meine eigene Hand. Das ist eine Fackel, dann wird's wieder hell. Das kann ich nicht auffangen. Schade. Die gönnen sich da drüben. Okay. Da ist wieder so ein scheiß fliegender Oktopus. Ein Bock auf den fliegenden Oktopus. Schön dran verbeißen. Genau. Da ist sogar ein Checkpoint. Da gehen wir da mal hin, ne? Zwei außerkörperliche Erfahrungen gehabt innerhalb von 12 Minuten. Das muss mal irgendein Sterblicher nachmachen, ne? Boah. Tja, und wie es weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Video.